Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist und dass ihr mich hier unterstützt. Der kleine schäle Blick nach unten war so in Richtung Aufnahmeprogramm, weil ich war mir nicht ganz sicher, bin ich im Bild oder bin ich nicht im Bild. Ja, ich bin im Bild. So, okay. Wir haben immer noch Dinge zu tun. Hier wird gerade die Schmelzhütte hochgezogen. Ich hatte noch zwei Tagebaustellen in Auftrag gegeben. Einmal für Eisen und einmal für Kohle. Und ja, alles ein bisschen holter die Polter noch, so in den letzten Augenblicken der letzten Aufnahme, der letzten Folge. Und ich denke, ich kann das Forsthaus wieder aktivieren. Das musste ja dann auch noch schnell passieren, dass hier das Holz wegkommt. Und so weiter und so fort. Wir brauchen einen weiteren Steinmetz. Das ist noch Zukunftsmusik. Den habe ich schon im Blick für was anderes. So, Werkzeuge werden hergestellt. Ich brauche aber noch zwei weitere. Wahrscheinlich Eisenwerkzeuge. Werkzeuge. Wir sollen einen Waldläufer rekrutieren. Das machen wir hier in der Abenteuergilde. Waldläufer, einer reicht. So, habe ich rekrutiert. Werkzeug herstellen. Schaufel, Hammer, Sichel, Messer, Säge, Dings, hast du nicht gesehen? Moment. Werkzeug, das ist er hier. Eine Zange. Eine Schäge. Was nehmen wir denn mal? Ich mach einfach mal Folgendes. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir brauchen zwar nur zwei, aber ich mache von jedem erstmal ein. Und dann gucken wir mal, wo es brennt. So, der hat zu tun. Genau. Und hier eine Sammelhütte hinmachen. Würde das Sinn machen? Steinpilze, drei. Na gut, ich habe Himbeeren eigentlich genügend. Waldläufer, Wachturm, Steinmetz. Achso, ja. Sägewerk, Moment. Wachturm, im Augenblick ein bisschen. Orientierungslos. Böm. Na. Bringt euch in Sicherheit. Steinmetz. Achso, nee, alles klar. So, Wachturm, ja, wo sitze ich jetzt drin? Huch, was war das? Keine Ahnung. Weiteren Wachturm am sinnvollsten hin. Also, dass man da auch hinkommt, ne? Der Weg gegeben ist. Ich könnte. Moment, was sind die von dem Nachbardorf? Ja, da warte ich noch mit. Waldläufer ist rekrutiert. Kohletagebau habe ich. Kupfer kann ich im Augenblick noch nicht. Wilde Bergarbeiter. Oh. Das ist, Moment mal, Wilde. Bergarbeiter. Nee, Moment. Nicht Bergarbeiter. Was stand da? Weg. Bauarbeiter sollen wir ausbilden. Das wären Baustellenträger, Planierer und Zimmerer. Baustellenträger. Die brauchen Rucksäcke. Zimmerer. Planierer. Ich mach mal von jedem erstmal ein. Wir brauchen aber
5, wenn ich das richtig sehe. Ja, 5. So. Habe ich noch genügend Dingenskirchen, bla, blub, blub. Wo ist der Werkzeugmacher? Werkzeugmacher, wo bist du? Oder der Werkzeugwaffenschmied, der Planierer braucht noch eine Schaufel. Meißel ist für wen? Ist aber vielleicht auch nicht so unbedingt. Was ist das? Spitzhacke, ja, ist eine andere Geschichte. Zange. Lass ich erstmal. Weil ich brauche jetzt wichtigere Dinge. Der Hammer ist fertig. Axt. Ich filter mal so ein bisschen aus. Gegebenenfalls komme ich dann wieder drauf zurück, wenn die Sachen wirklich brennen. Okay. So. Was ist denn hier los? Posthaus ist doch am Start, ne? Achso. Oh, Moment. Nee, das ist nicht das Problem. Das gesamte Holz hier weg. Holzfällerhütte. Moment, Moment. Ich glaube, ich muss die Holzfällerhütten jetzt mal pausieren. Damit sich hier das Holz wieder erholen kann. Habe ich den. Ich meine, genügend Reserven habe ich. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Das geht ja auch relativ zügig, glaube ich. Mit dem Holz und so. Moment, das weg. Fokuspunkt vielleicht mehr so jetzt hier in die Richtung und auch mal hier ganz kurz auf Pause. Mann. Guck, da kümmert man sich mal für eine Sekunde um was anderes und schon ist alles hier, brennt es an anderen Stellen. Okay. So, Ausbildung läuft, Werkzeug ist komplett. Kupfertagebrauch muss warten, Steinmetz muss warten, Wachtürme muss auch noch ein bisschen warten. Militär, ich brauche ganz dringend hier Militär und so. Werkzeugschmiede haben wir, Holzwerkstatt haben wir, eine Waffenschmiede wäre toll. Die könnte man idealerweise vielleicht hier so hinsetzen. Wenn das geht. Wenn das nicht geht auch. Ich will nicht unbedingt die. Das wäre aber ein so ein. Alles ist weg. Ein so ein. Scheiß. Warum steht er da im Weg? Das ist ja wohl nicht wahr. Unfassbar. Aber bitte sofort. Als allererstes. Ihr haut das Ding da weg. Ist denn wahr? Daher, eure Zeit läuft ab. Da könnt ihr mal drauf wetten. Eure Zeit läuft ab. So. Ja, aber das ist jetzt hier mit dem Baum. Das ist ein kleines Nadelholzbäumchen. Das wird ihr ja wohl hier eine gebacken kriegen. Jetzt schwing deine Axt zu, dass das Ding wegkommt. Wieder hin. Hallo? Fokusdingens hier und hast du nicht gesehen? Hier bitte mal ganz schnell. Da rennen die da hinten hin. Ich fasse es nicht. Ich aktiviere den mal mit, damit er hier schneller wegkommt. Sonst dauert das ewig. Das ist ja nicht wahr. Wie soll ich Sachen bauen, die ständig irgendwelches Gehölz im Weg ist? Und die Leute sich nicht um die Sachen kümmern, die ich gekümmert, um die sich kümmern sollen. Ecker. Das ist das einzigste Blöde, in Anführungsstrichen, an Spielen dieser Art.
Man kann den Leuten keine direkte Aufträge erteilen. Man kann nur sagen, hier, mach dies, mach das. Also ne, so ganz grob, ne, so von der Ausrichtung her. Man kann sagen, du machst jetzt was oder du machst jetzt gar nichts. Ne, dass man hier die Leute erstmal so pennen schickt, wie dem da zum Beispiel. Aber das ist es dann auch. Und die machen dann ihr Ding. Und das muss nicht immer unbedingt mit dem zusammenhängen, was man selber so gerne mal haben würde, möchte. Fick damit! Wachstum 10%. Du gehst jetzt dahin, sonst wirst du entlassen. Man möchte ihn sich greifen, dahin stecken oder da. Das ist dein Ziel. Muss ich das Forsthaus wieder schlafen schicken, damit. Man kann hier nichts planen, echt. Oder nicht immer. Unfassbar. Wo hat er seinen Fokuspunkt? Dort. Was im Prinzip in Ordnung ist. Kann den vielleicht noch ein bisschen so in diese Richtung versuchen zu optimieren. Es sind natürlich auch 10.000 Bäume entstanden, die hier lustig abgeholzt werden können. Ich nehme den auch noch mit rein. Jetzt ist es mir egal. Erstmal aktivieren den Guten hier. Konzentriere dich da drauf. Sonst steht der Baum in 10.000 Jahren hier noch. Unfassbar. Der Gute hat auch nichts Besseres zu tun, als dann hier einen Baum zu pflanzen, statt sich irgendwie in diese Richtung zu konzentrieren. Mecker. Und ich kann nicht das machen, was ich machen will. Aus Gründen. Moment mal eben. Waffenschmiede, Rüstungsschmiede brauche ich ja auch. Wenn ich da die Waffenschmiede hinsetzen möchte. Ja, das ist jetzt von der Planung her ein bisschen blöd. Militärakademie habe ich. Kunstschmiede brauchen wir erstmal nicht. Abenteuergilde, ja, das geht um die beiden jetzt. Die holzen zwar wie die Welt. Ja klar. Geht doch noch weiter rüber. Da. So. Oder warte mal. Vielleicht noch dreister. Moment mal, wie könnte man denn das noch besser hinkriegen? Moment, Augenblick. Hier gibt es definitiv bis auf diese Bäume, dann muss ich wahrscheinlich darauf stürzen, keine Bäume. Wenn ich den Fokuspunkt hier hinsetze. Achso, das wird ja nicht angezeigt. Der geht ja mal von der Hütte aus. Da wird es angezeigt. Okay. Der ist, glaube ich. Nein, der ist noch nicht ausgewachsen. Es ist ein Kreuz. Der nächste Trick wäre jetzt, wenn der jetzt ausgewachsen wäre, was leider noch nicht ist, ne, dass man ihm sagt, hier irgendwie bitte nur ausgewachsene Bäume schlagen, dann würde er hier die, ne, die jetzt hier noch im Wachstum sich befinden, zumindest ignorieren. Und dann in der Hoffnung, dass sie dann da hingehen und nicht wahrscheinlich dann da hier hinten irgendwo hin marschieren. Meine Überlegung war halt, weil der Fokuspunkt ja immer sagt, die gehen immer an den, versuchen so möglichst an den äußeren Rand des jeweiligen Fokuspunkts zu gehen, den so weit hier rüber zu schieben, dass der dann so in den Fokus gerät. Aber ja, so richtig funktioniert das unter Umständen dann auch wieder nicht. Das ist jetzt echt blöd. Zum Glück sind wir jetzt noch nicht so in Bedrängnis, dass ich jetzt sagen würde, oh, Alarmstufe rot. Ich meine, so ein bisschen ja, aber noch nicht so wirklich ganz schlimm. Wir haben ein paar Sachen abgeschlossen. Auch da sind wir hier auf 100%. Ja. Aber die Wachtürme. Achso, Moment. Oh, nee. Eine Sache könnte ich auf jeden Fall noch machen. Augenblick mal eben.
Wie war das jetzt? Nee, ich brauche die Holzwerkstatt. Da. Da benötige ich... Du machst nochmal 10 Stück von. Habe ich Holzschilder in... Habe ich 9. Mach doch mal 1. Und dann gucken wir weiter. Achso. Ich gehe hier direkt auf 20. So. Dann... Der Baum steht immer noch. Ich weiß nicht, was die anderen hier machen. Die machen Siesta, obwohl sie eigentlich stehen auf Sammeln. Seit wann brauchen die so ewig lange? So, Säge ist ausgewachsen? Ah, sehr gut. Ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Hoffe ich. Das sind Jungbäume, da lässt ihr die Finger von. Ausgewachsene Bäume sind angesagt. Ah, endlich. Nach 10.000 Jahren. Boah. Verbrate die ganze Folge damit, dass dieser Baum hier gefällt wird. Na, Heurika. Es muss ja... Gedingse da noch weg? Der Stumpf? Der Stumpf vom Baum? Auch Baumstumpf genannt? Seht zu, dass das wegkommt. Oder kann ich das Gebäude trotzdem da jetzt hinsetzen? Bla. Kunstschmiede, Rüstungsschmiede, Waffenschmiede. Das müsste ja. Das sieht schon besser aus. Das Warten war zwar anstrengend, gebe ich zu, aber hat sich gelohnt letzten Endes. Oder so. Wie das? Sieht gut aus. Waffenschmiede, so, dann kann der Kollege da hinten jetzt wieder seine Arbeit auf. Nee. Die anderen sollen da mal so ein bisschen die Füße stillhalten, damit ich das jetzt machen kann, was ich eigentlich vorhin schon machen wollte oder wann auch immer. Ich jetzt hier der Baumbestand erholen kann. Bevor da jetzt aber wieder Sachen passieren. Rüstungsschmiede, wo bist du? So, die brauche ich natürlich auch noch. Einen Augenblick. Die könnte man theoretisch vielleicht hier so hinsetzen. Zack, boom, fertig aus. So. Auch das ist aus dem Knie geschossen, aber ist mir egal. Das ist mir jetzt erstmal egal. Okay, dann haben wir die wichtigsten Sachen jetzt soweit in Auftrag gegeben, damit wir endlich mal irgendwann Soldaten hier ausbilden können. Wenn die da sind, dann wird hier ein Wachturm hingesetzt und dann geht's aber ab. Und wenn ich die da weg habe und die da hinten auch weg habe, na gut, die wären am ehesten oder wären am dringendsten. Wenn ich die dann erstmal weg habe, dann kann ich hier Kalkstein abbauen, dann kann ich hier entsprechend Steinmetz, Steinhütten, alles hinsetzen, was ich brauche, um die Sachen dann machen zu können, die ich da machen will. Steinbruch heißt das Ding immer noch. Und genau, den würde ich dann nämlich auf... Das kann ich jetzt schon mal machen. Wir haben ja ein bisschen Kalkstein. Hier auf Stein, auf normalen Stein spezialisieren. Alles mit dem. Da auch da nehme ich mal den Haken raus. Auch da wird die Produktion auf normaler Stein entsprechend reduziert. Und hier wird dann zielgerichtet Kalkstein abgebaut. So. So der Plan. Mann. Militärakademie, genau. Ich brauche Soldaten, beziehungsweise, was ist das? Fortgeschrittene Soldaten. Die brauchen Holzschilde und
Eisenschwerter. Holzschilder habe ich 10. Holzwerkstatt am Start. Du musst da noch 10 weitere. Holzspeere hat ja gut. Ich, wie gesagt, ein paar habe ich ja. Das muss jetzt laufen. So, die Schmelzhütte hütet vor sich hin. Nee, Silber nicht. Eisen ausschließlich. Einen Moment. Da muss ich noch intervenieren. Ich brauche ein Lager. Da ist die Hütte. Hier kriege ich locker ein Lager hin. Moment. Holzstein, seltene Ressourcen, Wertsachen, Naturprodukte. Ach ja, Bergbau. Da steht's groß. Eisenbahn. So. Okay, haben wir das. Das läuft. Die Waffenschmiede ist fertig. Eisen. Nein, gar nicht wahr. Weg damit. Eisenschwert. Da will ich hin. Und da machst du mal so 20. So, ich habe dem da, der braucht Holzschilder und Eisen, da gehen wir auch direkt mal hier so, zack. 20, weil ich sie mit den Wachen. 10. Oder auch 20. Weil ich glaube, das habe ich. Und ich brauche dringend Leute in dieser Richtung. Sehr cool. Ich habe die Akademie. Einen Moment. Und Akademie, Kunstschmiede, bla bla bla. Da bin ich mit durch. Nein. Nein. Ist das Expansion wahrscheinlich, ne? Genau, ein Militärcamp soll es sein. Das machen wir anders. Das machen wir anders, liebe Freunde. Wo bin ich da? Bis dahin komme ich. Dann plane ich erstmal den Weg. Militärcamp. So. Holzfäller haben alle Pause. Was ist jetzt hier mit dem Forsthaus? Will er nicht mehr? So, Mann. Zeit ist schon wieder weit fortgeschritten, sehe ich gerade. Ja, gut. Aber ich glaube, wir sind jetzt so einigermaßen auf einem guten und sicheren Weg, hoffe ich.
so dass wir so langsam aber sicher Soldaten ausbilden können, die dann halt gewissen Banditen so ein bisschen Einhalt gebieten werden. Das ist allerdings Stoff für die nächste Folge. Ich danke sehr dafür, dass ihr und dass du hier wieder damit dabei wart und mich hier unterstützt habt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit euch in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.